Du darfst gerne wieder Platz nehmen auf dem Sofa. Wir werden aber auch gerade noch von einem Bär wissen, was meint unsere On-Air-Community zu dem Song, wo es ums Festival geht, wo in Bern ist. Und doch wirklich einfach schön. Also, die Li und die Lina meinen, sie sind gerade so open als Feeling, wenn du heimgehst, zum Auto laufst und ja, eben heimgehst. Die Adriana ist, glaube ich, so berührt, dass sie kein Wort über die Lippen bringt und gerade nur sagt: Daumen hoch. Danke, danke. Und der Severin Desmond Jumper meint sehr viel Gefühl, auch der Typ an der Gitarre, sehr sympathisch, fantastisch. Applaus, Roy, ist Johnny. Ja, gross. Ja. Cool. Wer hat das erste geschrieben gehabt? Alina und wer? Die Li und die Lina. Die bringen es eigentlich gut auf den Punkt, weil es tönt wirklich so ein bisschen wie, wenn du jetzt am Open-Up bist, egal jetzt welches, am Schluss, man lag am Schiff noch ein bisschen, du hockst dort und denkst einfach so ein bisschen, also es passt irgendwie. Bist du eigentlich selber auch ein Open-Air-Gänger in dem Fall, wenn du jetzt so einen Song schreibst? Sehr, sehr. Ja. Ich habe die ein oder andere von eurem Team auch schon mal ein paar Open-Airs angetroffen, immer wieder mal. Das hätte ich genau heißen. Nein, wir hoffen, wir Details. Ich liebe Open Air sehr, ich bin sehr gerne unterwegs und bin sehr gerne draußen und Musik draußen und im Sommer sowieso sehr geil. Ja, ich bin gerne an allen Open Airs unterwegs und vor allem auf dem Gurten. Ich liebe den Berg sehr. Gurten ist wirklich schön. Wir werden auch mit Joyce wieder auf verschiedenen Open Airs sein. Wirst du morgen durch Music Awards sein? Yes. Yes, die Frau ist auch mit dabei. Wir sind auch dort. Ich bin als Knäckebull dort, wenn du dich gerade fragst, warum ich so ausgesehen habe. Morgen übrigens, ab der 5 Uhr geht es los. Bei uns geht es nur um die Swiss Music Awards 2014. Bei Living Room werden wir Gäste haben wie Tom O'Dell, wie Eluveti und wie, Achtung, Steph LaChef. Danke sehr, dass du mit im Ohr ist momentan. Nach der Sendung geht es weiter mit Deutschland für Anfänger. Es geht um die Stadt Stuttgart und Julian wird euch zeigen, was dort abgeht. Und am 7. dann Joyzone mit dem Thema Kuschelsex oder Pornosex. Ich weiß nicht, wir müssen sie da nicht beantworten, natürlich. Aber du kannst deine Meinung abgeben im Online-Chat joyce.ch/onair die ganze Zeit. Danke fürs Zuschauen, danke Frau. Ich danke dir. Danke Bert, danke Band und tschüss miteinander. Bis morgen.